Die St. Bonifatiuskirche in Trier. Hohe graue Mauern mit einer tiefen, dunklen Vergangenheit. Thomas Schnitzler wurde hier als Messdiener von seinem Kaplan missbraucht, so wie vorher andere Kinder auch. Die Kirche schaute damals weg, so hart muss man es wohl sagen, und genauso hart reagiert er jetzt auf die gestoppte Studie. Offenbar möchte die Kirche weiterhin Zugriff auf die Wahrheit haben, möchte Informationen manipulieren, nach ihren Interessen gestalten. Im Auftrag der katholischen Kirche sollte Professor Christian Pfeiffer eine Studie durchführen über sämtliche Missbrauchsfälle. Aber Pfeiffer sagt nun, mehrere Bistümer hätten die Studie immer mehr zensieren wollen. Die katholische Bischofskonferenz sieht das anders. Pfeiffers Institut habe wichtige Punkte beim Datenschutz zu lasch bewertet. Ich wehre mich dagegen, zu behaupten, dass wir die Forschungsfreiheit eingeschränkt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung rät der katholischen Kirche zur Offenheit. Auch er hatte sich von dem Forschungsprojekt wichtige Erkenntnisse erwartet. Und zwar sollte dort auch die Täterstrategien im kirchlichen Bereich analysiert werden und auch das Verhalten der Kirche im Umgang mit bekannt gewordenen Missbrauchsfällen und die konkrete Reaktion darauf. Die katholische Kirche will nun ein neues Institut finden und er wird genau hinschauen. Thomas Schnitzler, erst Messdiener, dann Missbrauchsopfer.